Ja, wir haben heute im kleinen Untersuchungsausschuss nicht sehr viel Neues zu berichten, weil einfach die Fragen nicht beantwortet wurden. Man hatte teilweise das Gefühl oder die Wahrnehmung, dass die Ministerin und das Landesverteidigungsressort gar nicht weiß, was Sache ist und was sie eigentlich zu tun gehabt hat. Es waren durchaus Fragen, wo man bei der Antwort mit einfachen Googlen sehr schnell hat sehen können, dass die Antwort schlichtweg nicht stimmt. Und das zeigt wieder mal, dass die Bundesregierung und insbesondere die ÖVP diesen kleinen Untersuchungsausschuss einfach nicht wirklich ernst nehmen. Und das ist etwas, was ich durchaus auch als Parlamentarier mit großer Sorge bedachte, weil es geht hier um sehr viel Geld. Alleine im ersten Halbjahr waren 700 Millionen Euro, die für Schutzausrüstung ausgegeben wurden, wo wir auch wissen, dass wir sehr viel mehr Geld als andere Länder ausgegeben haben, beispielsweise Deutschland, die ungefähr ein Drittel davon ausgegeben haben, pro Kopf runtergerechnet. Und das zeigt einfach, wie notwendig auch die Arbeit dieses Ausschusses ist und wie notwendig auch die Kontrolle ist. Insbesondere gab es zu den zwei Kernthemen der Berichterstattung auch der letzten Wochen und auch dieses Untersuchungsausschusses zur Hygiene Austria auf der einen Seite und auch zum Thema Impfstrategie, Impfstoffbeschaffung einfach schlichtweg keine Antworten. Und das ist wirklich etwas, was man schon auch festhalten muss, dass gerade in diesen Bereichen, wo es um die Sicherheit der österreichischen Bevölkerung geht. Hygiene Austria ging es beispielsweise um die Aktion 65+, wo insbesondere ältere Menschen damit ausgestattet hätten werden sollen. Und auf der anderen Seite beim Impfen, wir wissen, das ist der Weg aus der Krise heraus. Und auch da will die Regierung einfach nicht die Fakten auf den Tisch legen. Und das ist etwas, was uns sehr enttäuscht. Der heutige Tag hat aber auch gezeigt, wie das Staatsverständnis der ÖVP ist. Nämlich es geht nur darum, die eigene Familie zu versorgen, gut dabei auszusehen, gut sich zu positionieren. Und am Ende Leidtragende sind die, die es, glaube ich, am wenigsten verdient haben, die österreichische Bevölkerung, die in ihrer Sicherheit und insbesondere in ihrer gesundheitlichen Sicherheit immer wieder unter die Räder kommt und hier nicht beachtet wird.